Moin aus Hamburg. Ja, ich bin's mal wieder, der Frank von Generation E, und ich habe heute etwas für euch, was ich euch beim letzten Mal schon angeteasert hatte, als ich am Wochenende keine Zeit hatte. Das will ich euch mal eben zeigen. Und zwar geht es immer noch hier zum einen um diese Kiste. Die wollen wir gleich mal auspacken. Was diese Kiste mit diesem oder mit diesem Auto zu tun hat, das schauen wir uns jetzt an. Ich gebe euch meinen Hinweis. Dieses Ding hier wird eine zentrale Rolle spielen, oder, und das ist natürlich unschlagbar, wenn man das so einfach haben kann, dies hier, zack, da ist sie schon, oder so. Aber jetzt packen wir doch erstmal diese große Kiste aus und schauen mal, was da drin ist. So. Dafür nehmen wir natürlich wieder die Unboxing-Axt. Zack, zack. Und dann legen wir es mal. Eine Seite geht schon auf. Zack. Zack. Und jawohl. So, dass ihr es schon erkennen könnt, geht mal raus. Spannweite reicht noch nicht. Tada! Da ist sie, die Thule Backpack Packbox. 420 Liter zusätzlichen Stauraum für den Heckträger. Das gucken wir uns heute mal an. So, wie ihr sehen könnt, ist das die Box, die ich schon mal hatte. Allerdings, da hatte ich noch kein E-Auto und habe sie dann wieder verkauft, dummerweise. Damals hatte ich sie gebraucht bekommen, heute habe ich sie neu gekauft für knapp über 500 Euro. Ja, was ist denn das Problem? Ich hatte das ja schon mal angeteasert. Das Problem ist, dass wir, egal mit welchem Auto wir in Urlaub fahren, entweder mit dem hier, ja, oder mit ihm hier, dem Hasi, wir das Problem haben, dass da ja auch ein Hund rein muss. Das heißt, entweder hier die Hälfte oder da der gesamte Kofferraum sind definitiv mit dem Hund besetzt. Ja, der Hund soll ja auch eine lange Strecke gut klarkommen. Und da haben wir uns überlegt, wir gucken mal, ob es mit so einer Heckbox funktioniert und ob das reicht oder ob wir tatsächlich sogar noch eine Dachbox brauchen. Beides wäre möglich. Dachboxen haben wir zwei Stück da. Und jetzt wisst ihr auch, was in dem anderen Paket ist. Da sind Dachträger für den Q4 drin. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Dachträger hier für das Model Y haben wir ja auch. Aber ganz ehrlich, ich traue dem Glasdach nicht. Ich habe da echt Schiss. Und deswegen habe ich mir überlegt, bin über die, na, wie hießen die nochmal, Autoteile Imla, gab es eine Aktion, da konnte man, gab es einen gewissen Rabatt. Und da habe ich mir den Dachträger in Schwarz von Thule bestellt, und zwar den mit dem geringsten Windwiderstand. Den schauen wir uns nochmal separat an. Jetzt versuchen wir aber erstmal hier mit der Heckbox klarzukommen. Und ich möchte natürlich wissen, wie ist denn der Verbrauch? Wie ist denn das Fahrverhalten? Wie ist denn die Lautstärke? Und wie funktioniert das überhaupt, wenn man hinten in den Kofferraum will und gegebenenfalls einen Hund rein- und rauslassen will? Das schauen wir uns jetzt mal schnell an. So, also das Ding nennt sich genau Thule Backup 900 und ich zeige euch jetzt mal was dazu. Und zwar gibt es natürlich wie immer von Thule die Bedienungsanleitung mit allem möglichen Kram in allen möglichen Sprachen. Dabei ist auch ein Verzurset und hier noch die Befestigung auf dem Fahrradträger. Wir haben dann hier
Ach, sehr witzig. Die ist auf meinem Geburtstag gebaut worden. 8.2.22. Also ich bin natürlich nicht 22 gebaut, aber am 8.2. Merkt euch das für zukünftige Glückwünsche und Geschenke. Natürlich Spaß. Und hier seht ihr noch die technischen Daten. Ja. Maximal dürfen 31 Kilo rein. Keine Kinder, kein Sand, keine Ziegelsteine und vor allen Dingen keine Hunde. Das ist natürlich schade, weil der Hund sollte eigentlich hier rein. Ja. So, und jetzt haben wir hier 14 Kilo, wie ich das teile. Und wir haben natürlich eine viel, viel höhere Stützlast. Und guck mal, ich habe den Träger schon angebracht. Das ist also ein Fahrradträger. Und dieser Fahrradträger hat die gute Funktion, dass man ihn A, bei Nichtgebrauch klappen kann. So. Das heißt, er wird dann deutlich kleiner. Und B, dass er eben die Möglichkeit hat, so eine Plattform zu bieten, um dann so eine Heckbox da drauf zu nageln. Ja, also wenn es euch interessiert, das ist hier, da ist er. Das ist der Euro Classic Pro 903, also für drei Fahrräder. Ja, es ist kein Träger für E-Bikes. Ich habe das Ding Gebrauch gekauft, weil man ihn so gut wie nirgendwo mehr neu bekommt. Und ja, er lässt sich super montieren. Und das Erste, was wir jetzt erstmal machen, wir müssen natürlich die Fahrradträgerkomponenten abbauen. Also hier die Halterung und auch die Rahmenhalterung. Und ansonsten haben wir hier dann ein fertiges Ding. Das ist also auch schon mit Kennzeichen versehen. Und ja, das machen wir jetzt erstmal und dann gucken wir, wie die Box drauf aussieht. So, wie ihr seht, habe ich jetzt die Halterung der Reifen entfernt. Das ist super easy. Das kann man, innerhalb von 2 Minuten sind die alle weg. Dann wird die Box draufgestellt. Ich wollte euch hier nochmal zeigen, was hier alles dabei ist. Da sind also Führungsschienen dabei, dann natürlich die entsprechenden Halterungen, um es zu befestigen und festzuschrauben. Alles eine sehr gute Qualität. Und das wollen wir jetzt einmal machen. Und ja, es lässt sich schon gut an. Mal gucken, wie sich das dann gleich tatsächlich handeln lässt, wenn das Ding verbaut ist. Ich habe noch ein bisschen Probleme mit der Heckklappe. Hoffentlich geht die auf und zu. Beziehungsweise die Frage ist natürlich, wie ist das zu handeln mit Hund im Auto und wenn man an den Kofferraum will. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal leicht montieren, um zu gucken, ist es das Richtige, ist es die richtige Halterung und so weiter. Los geht's. So Leute, ich habe es vollbracht. Ich habe jetzt nicht jeden Montageschritt in der Tat dokumentiert, weil dann komme ich zu gar nichts mehr. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Das Ding hat hinten jeweils zwei Bügel, die man, kann ich euch mal eben zeigen, hier am Träger befestigt. Hier kommt der Träger raus. Kann man jeweils befestigen. Ihr seht, ich habe auch die Fahrraddinger noch dran gelassen. Die muss man also gar nicht entfernen. Hier unten sind zwei weitere Bügel. Einer auf der linken, einer auf der rechten Seite, die man denn hier um so einen Querträger drumherum puzzelt. Auch das ist ruckzuck gemacht und dann ist das Ding schon befestigt. Hier, das habe ich jetzt hier nicht drin, damit es nicht so hin und her rauscht, wenn ich damit fahre, sind Verzurösen, an denen wir dann, mit denen wir dann im Endeffekt nochmal alles befestigen. Ja, so, und damit ist das Ding quasi fertig. Einmal drauf gedrückt, dann ist es zu. So, zack. So, und so sieht's aus. Einmal von der Seite, also quasi, ja, wenn ich jetzt mal auf der Augenhöhe gucke, seht ihr, man wird wahrscheinlich das gar nicht hinterm Auto sehen, sondern nur über die Kamera, dass da was dahinter ist. So sieht's von der Seite aus. Hält bombenfest, kann man nichts bewegen. Ja. Also auch wenn man jetzt hier von, jetzt habe ich hier gerade noch ein bisschen an den Frank rumgeschwentert. Also auch hier seht ihr,
Man sieht es erst da hinten, wenn man so ein bisschen um die Ecke geht. Also es ist relativ unsichtbar. Jetzt gucken wir noch mal von innen, wie es sich da erkennbar macht. Kamera. Ja, okay. Das ist, man sieht auf jeden Fall, dass man die Box noch dran hat. Insofern ist alles gut. Gehen wir mal hoch und auch hier seht ihr, jetzt habe ich natürlich hier, Moment, die Fahrertür auf. Die machen wir eben zu. So, jetzt seht ihr auch hier, man sieht die Box nicht. Ja, aber was ihr hier seht, ist das Anhängersymbol. Das heißt, es ist in der Tat mal wieder schwierig, das Ding, den Stromanschluss herzustellen. Es lässt sich aber gut verbinden. Es ist eben nur an der doofen Position. Also ein Tipp von mir, schließt den Strom an, bevor die Box montiert wird. Dann könnt ihr nämlich zwischengreifen. So muss man sich tatsächlich drunter legen. Ja, so sieht's aus. Wie gesagt, der Anhängermodus ist drin. Das heißt, wenn ich jetzt blinke, dann blinkt auch hinten alles. Es funktioniert also so, wie es sein soll. Es ist richtig, richtig gut. Und ja, was kommt als nächstes? Was glaubt ihr? Genau, als nächstes kommt natürlich der Fahrtest. Also was ich machen möchte, ist, ich möchte einmal mit Box fahren, die Strecke, und einmal ohne, um einfach mal zu gucken, wie ist so das Gefühl, die Lautstärke, der Komfort und natürlich der Verbrauch. Höchstgeschwindigkeit ist für mich sowieso eigentlich 130. Heißt also, ich werde mit der Box definitiv auch nicht schneller fahren. Und ja, 130 soll es sein und das würde ich dann auch einmal testen, wie wir da unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Aber das mache ich im nächsten Teil. Es wird also ein paar Teile geben, weil ich möchte die Videos wieder sehr kurz halten. Und so, jetzt hat er gerade die Seitenscheiben verschlossen, weil er sich verschlossen hat. Weil ihr seht, es ist recht windig hier in Hamburg. Und ja, es kommt immer mal wieder ein Regenschauer durch. Und mit Wind und Co. macht dieser Komfort- und Verbrauchstest aus meiner Sicht keinen Sinn. Dementsprechend werde ich das verschieben. Vielleicht ist es morgen besseres Wetter. So dass ich jetzt erstmal den ersten Teil fertig mache. Und ich habe auch noch Zubehör hier für den Tester, den ich abdrehen muss. Also, hier kommen jetzt noch einige Filme zusammen. Wichtig ist aber erstmal, dass wir dieses Hackbox-Thema abschließen. Wie gesagt, wir können es auch hier auf dem Audi fahren. Der ist natürlich genauso präpariert dafür. Ich möchte das zukünftige Setup tatsächlich so belassen, wie es ist. Also dieses Teil hier wird so, wie es ist, runtergenommen mit zwei Mann und draufgesteckt mit zwei Mann. Das ist super easy. Und dann wird dieser, sag ich mal, dieser Transportträger auch so eingelagert. Ich habe noch einen Fahrradträger, der dann für Fahrradtransport genutzt werden wird. Ja, den Träger habe ich, wie gesagt, gebraucht gekauft, hat bummelig 200 Euro gekostet, die Box 500 Euro, ist richtig viel Geld. Ich könnte sie notfalls auch vermieten, wäre auch kein Thema. Es gibt genug Leute, die das gerne anmieten würden, aber das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Ich denke aber, dass sie uns mit Hund und Kindern noch sehr lange gute Dienste leisten wird. Ob nun am Tesla oder eben hier am Audi oder eben irgendeinem anderen Elektroauto mit Anhängerkupplung, wo eben dieser Stauraum notwendig ist. So viel erstmal von mir zu diesem Thema. Ich denke mal, wir werden dann in Kürze die anderen Videos sehen, sobald ich hier zum Test auf die Piste kann. Und auch die Videos werde ich dann kurzfristig hochladen. Falls ihr noch kein Abonnent seid, ihr wisst ja, drückt den Abo-Button. Ja, ich habe so ein bisschen mein waghalsiges Ziel der 5000 Abonnenten aus den Augen verloren, vor lauter Arbeit und anderen Themen. Ja, kurz Mimimi einblenden. Danke. Und aber es geht natürlich scharf weiter auf das Ziel zu. Ich möchte euch informieren und ich habe den Tesla jetzt ein bisschen vernachlässigt und deswegen kommen jetzt einige Tesla-Themen hier auf meinem Kanal. Bis bald, euer Fragen vom Kanal Generation E. Tschüss! We'll be right back.